Hey ihr Lieben, ich bin's, die Eva von Evas Back Party und heute habe ich endlich wieder eine Süßigkeiten-Torte für euch. Und zwar war ich letztens beim Einkaufen und habe entdeckt, dass die Schokofresh im Angebot sind und die mussten einfach in den Einkaufswagen wandern und für euch wollte ich natürlich noch eine leckere Torte damit kreieren. Ja, und die Torte besteht eben aus einer richtig leckeren Cremeschicht, einer Haselnuss-Nougat-Schicht. Ich sag euch, die ist der absolute Traum. Die müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Und natürlich haben wir auch noch einen leckeren Keksboden. Das heißt, es ist ein No-Bake-Rezept. Also geben wir es einfach in den Kühlschrank und der Backofen darf kalt bleiben. Zuerst stellen wir unseren knusprigen Keksboden her. Dazu brauchen wir natürlich 200 Gramm Kekse. Und ich verwende hier die Kakaokekse, weil die schön dunkel sind. Aber ihr könnt selbstverständlich natürlich auch andere Kekse verwenden. Die Kekse müssen wir jetzt noch zerkleinern. Dazu könnt ihr sie in den Mixer geben oder wie ich mit dem Nudelholz zerschlagen. Das ist übrigens auch eine super Methode, um Aggressionen abzubauen, falls ihr welche haben solltet. Die Keksbrösel füllen wir dann in eine Schüssel und damit wir später einen leckeren Schokoladenkeksboden erhalten, geben wir jetzt noch 75 Gramm dunkle Schokolade hinzu. Damit die Keksbrösel und die Schokolade gut miteinander verbunden werden, benötigen wir dann noch 125 Gramm Butter, die ich ganz vorsichtig geschmolzen habe. Und die geben wir jetzt einfach hinzu und rühren das gut durch. Die Keks-Schokoladenmasse können wir dann in die Form andrücken. Dazu verwende ich einen 24 cm Tortenring, den ich mir auf meine Tortenplatte gestellt habe. Und da fülle ich den Teig jetzt einfach ein und drücke ihn dann mit einem Löffel gut an. Ich drücke den Boden nachträglich immer ganz gern noch mit einem Fondantkletter an. Ihr könnt aber gerne auch ein Glas verwenden. Der Boden muss ja nicht gebacken werden, deswegen stellen wir ihn jetzt in den Kühlschrank, damit die Butter schön fest werden kann und währenddessen bereiten wir die Nougatschicht vor. Dazu benötigen wir 150 Gramm Haselnuss-Nougat, 150 Milliliter Sahne, 150 Gramm Butter und 100 Gramm gehackte Haselnusskerne. Damit die Torte später richtig lecker nach Haselnuss schmeckt, röste ich mir die Haselnusskerne immer ganz gerne in der Pfanne an, denn da entfalten sie erst richtig ihr Aroma. Dafür erwärme ich mir eine Pfanne ohne Öl und gebe dann die Haselnusskerne hinein und röste sie so lange an, bis sie eine schöne goldbraune Farbe erhalten und es richtig lecker nach Haselnuss in der Küche riecht. Für die Nougatschicht wird die Sahne zusammen mit der Butter in einem Topf erwärmt, bis die Butter komplett geschmolzen ist und die Sahne das Dampfen anfängt. Bevor wir da jetzt unser Nougat hinzugeben, ziehen wir den Topf von der Herdplatte und lassen dann unser Nougat in der Sahne schmelzen. Sobald sich das Nougat aufgelöst hat, rühren wir die Masse gut durch, bis sie sich schön miteinander verbunden hat. In die flüssige Nougatsahne geben wir dann noch unsere Haselnusskerne und rühren die gut unter. Allein die Nougatschicht ist jetzt so lecker, dass ich am liebsten einen Löffel nehmen würde und es einmal so weglöffeln würde. Aber wir wollen ja am Ende eine richtig leckere Torte haben. Deswegen lassen wir die jetzt auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor wir sie auf den Boden verteilen. Bei mir ist die Nougatschicht jetzt abgekühlt und hat auch eine deutlich festere Konsistenz bekommen und so können wir sie jetzt auf dem Tortenboden verstreichen. Die Torte kommt dann in den Kühlschrank, bis die Nougatschicht fest ist, denn dann können wir erst unsere weiße Creme obendrauf verteilen. Für die Creme benötigen wir 250 Gramm Quark, 250 Gramm Mascarpone und zum Süßen verwende ich einen Esslöffel Honig. Falls ihr lieber so die Süßen seid, könnt ihr natürlich gerne auch Zucker verwenden. Alle Zutaten gebe ich in eine Schüssel und verrühre sie so lange miteinander, bis sie schön cremig sind. Ich empfehle euch an dieser Stelle die Creme nochmal abzuschmecken, ob euch die Süße langt oder ob ihr noch etwas unterrühren wollt. Zum Fertigstellen von der Creme benötigen wir dann noch 400 ml kalte Schlagsahne und zum Festigen verwende ich dann 4 Teelöffel Sanapart. Ihr könnt aber genauso gut auch Sahnesteif verwenden. Ja, und die Sahne müssen wir jetzt aufschlagen, bis sie anfängt einzudicken und dann geben wir das Sanapart hinzu. Falls ihr übrigens Sahnesteif verwendet, könnt ihr das direkt hinzugeben.
Wichtig ist, dass ihr die Sahne wirklich nur so lange aufschlagt, bis sie eindickt. Ansonsten kann es euch passieren, dass sie grisselig wird. Unsere steif geschlagene Sahne geben wir dann zur Mascarpone-Quarkmasse hinzu und heben sie ganz vorsichtig unter. Die Nougatschicht ist in der Zwischenzeit deutlich fester geworden und da können wir jetzt unsere weiße Creme oben drauf geben und dann schön gleichmäßig verteilen. Für eine gerade Oberfläche nehme ich mir eine Teigkarte zu Hilfe und ziehe so die Oberfläche glatt ab. Bevor wir unsere Choco Fresh Torte noch dekorieren, geben wir sie jetzt erstmal in den Kühlschrank für circa eine Stunde, damit sie richtig gut durchgekühlt ist. Für die Deko benötigen wir noch unsere Kinder Choco Fresh Riegel und Haselnüsse. Die Haselnüsse hacke ich mit einem scharfen Messer in gröbere Stückchen. Jetzt zerkleinern wir noch unsere Choco Fresh und die hatte ich vorher kurz in den Gefrierschrank gelegt, damit sie einfach richtig gut durchgekühlt sind und sich besser schneiden lassen. Wenn die Torte dann richtig gut durchgekühlt ist, können wir dann unsere zerkleinerten Choco Fresh und Haselnüsse obendrauf verteilen. Zum Schluss möchte ich auf der Torte noch ein paar Schokoladenfäden verteilen. Dazu habe ich mir 50 Gramm dunkle Schokolade gehackt und erhitze die jetzt über einem heißen Wasserbad. Damit die Schokolade schön flüssig ist, gebe ich noch etwas Palminfett hinzu. Mit der flüssigen Schokolade könnt ihr dann Fäden auf der Torte verteilen. Sobald die Schokolade getrocknet ist, könnt ihr die Torte dann anschneiden und zusammen mit euren Gästen vernaschen. Ich kann euch nur empfehlen, diese leckere Torte einmal auszuprobieren. Das ist eine richtig leckere Cremetorte und das Beste ist diese Haselnuss-Nougat-Schicht. Also ich bin ja sowieso ein riesen Haselnuss-Fan und mich würde übrigens mal interessieren, welche Nusssorten ihr ganz gerne esst. Also ich liebe Haselnuss und Mandel, esse aber auch ganz gerne mal Walnuss. Ja, und falls ihr das Rezept jetzt zu Hause ausprobieren wollt, könnt ihr gerne nochmal auf meiner Webseite evasbackparty.de vorbeischauen. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss!